3, 2, 1 und raus. Fliegt, meine Kinder, fliegt. Versteht mich nicht falsch, aber ich bin enttäuscht. Für das heutige Community-Event habe ich mir was ganz Besonderes überlegt, meine Freunde. Ihr seht es vielleicht schon anhand dieser Map. Vielleicht könnt ihr es ein wenig erkennen, meine Freunde. Weiß jemand zufällig, was für eine Map das hier ist? Nö. Hat jemand eventuell eine leiseste Ahnung, Nö. Um welche Map es sich hier handelt? Ganz genau, Chat. Das ist Craft Attack 6. Und ich habe mir die Craft Attack 6 Map gezogen, aus einem guten Grund. Denn ich dachte mir, meine Freunde, wir schauen mal, was passiert, wenn 100 Spieler eine bereits bebaute Map wie die von Craft Attack bespielen. Hier ist sie, Leute, die Brücke der Freundschaft. Es ist alles so wie früher. Ich habe sogar noch mein altes Equipment hier. Supreme Box Logo, Ugly SD Squared Cap, Ugly Rip D-Squared, Easy Booster in der V2. Leute, alles noch da. Mein, der Stasi-Töter. Junge, was für fucking Cheaten, Alter. Alles ist noch da, Leute. Hier vorne die Farm von Gamers Time und so weiter und so fort. Du baust ja immer das selbe. Nee, das stimmt nicht. Dieses Mal baue ich ja ein modernes Haus dazu. Ich baue halt nur ähnlich wie das hier, Alter. Ich finde es halt nur ganz nice. Aber du hast recht. Es ist trotzdem ziemlich ähnlich, wobei ich das hier deutlich hässlicher finde als letztes. Also als dieses Jahr sieht es wirklich deutlich besser aus, Alter. Das sieht dir gar nicht geil aus verglichen. Naja. Hier oben haben wir sogar Patrits ehemalige Base. Leute, an der Stelle riesiges Shoutout an Basti Zock, der mir diese Map besorgt hat. Was soll ich sagen, Alter? Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Auf jeden Fall Killer, oder? Habt ihr Bock, Leute? Habt ihr Bock, zu 100 Spielern die Map von Craft Attack 6 zu erforschen und hier ein bisschen zu bauen? Was sagt ihr? Alles ist noch da, Leute, alles ist noch da. Die World Border, lasst mich mal ganz kurz schauen, meine Freunde. Genau, die World Border ist quasi hier, ihr seht das hier. Das heißt, wir haben eigentlich den kompletten Spawn einmal mit der World Border umkreist. Und ihr habt eigentlich genug Platz, alles so weit zu erkunden. Hier oben die Mob-Farm, die ist nicht drin, wie ich hier gerade sehe. Das ist echt schade, Alter. Vielleicht ist das sogar besser, Leute. Vielleicht ist das sogar besser, dass die Creeper-Farm nicht Teil des Ganzen ist. Ich glaube, ihr wisst alle, was passiert, wenn hier eine Menge TNT im Umlauf ist. Der Spawn ist hier oben, Leute. Ihr seht es. Hier haben wir nochmal Barrierenblöcke drumherum. Ihr seid quasi genau in dem Tal, wo G-Time und ich auch gelebt haben. Hier ist der trockengelegte Sumpf, Alter. Mit diesem Slime-Spawner-Ding hier, was nicht funktioniert hat. Ja, Mann, da kommen Erinnerungen hoch. Da kommen auf jeden Fall kranke Erinnerungen hoch, Leute. Hier vorne die Statue von Early Boy und Early Boys damaligem Haus, was ständig gesprengt worden ist. Hier leider auch nicht mehr drin. Eine Base von Debitor, wenn ich mich nicht irre. Hier die Redstone-Insel, Leute, von Joecraft. Hier vorne nochmal der ganze Bereich von Zander mit den ganzen Schiffen. Und hier ist Sparks Villa, meine Freunde. Da hinten haben wir das Haus von Sinus und hier müsste doch irgendwo die Base von Basti GRG sein. Aber ja, wir haben nicht alles drin, meine Freunde, aus gutem Grund, weil sonst würde es sich zu sehr verlaufen. Ich würde sagen, meine Freunde, wir starten direkt mal rein. Ja, habt ihr Bock drauf? Ich hoffe schon. Ich freue mich sehr. Ich glaube, das End ist, wenn ich mich nicht irre, erstmal deaktiviert. Der Nether auch. Also ihr könnt hier, wie gesagt, euch frei bewegen. Ich hoffe mal, dass ihr unsere Map hier in Ehren haltet, Alter. Und guckt, dass ihr hier tatsächlich nicht allzu viel kaputt macht. Ich bin mal gespannt, meine Freunde, ob eventuell sogar jemand hier in mein altes Gemäuer einziehen wird. Dann haben wir hier nochmal das Schloss von... Wer wohnt hier nochmal? Escation, stimmt. Tobi hat hier auch mal ein Haus. Ich vergaß, Alter. Tobi war ja auch mal Teil von Craft Attack. Der hier vorne sein Haus gehabt, genau. Also ihr seht, Leute, alle sind quasi dabei. Alles mit drin. Dit lübt soweit. Ja, Mann, ich würde sagen, Leute, let's fash. Und ich würde sagen, Leute, wir fangen an zu whitelisten, Alter. Auf geht's. Ducky Dakota ist mit auf der Whitelist. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Fashion the Tash, Girl. Oh mein Gott, Alter. Fashion the Tash. Komm rein hier, rein in die Olga, Alter. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Schön, wie ihr alle am Stressen seid, Alter. Ich finde es halt auch geil. Das ist ganz cool. Ihr habt am Anfang alle, wie bei Craft Attack, eine Elytra, die zeitweise funktionieren wird. Also die Elytra könnt ihr hier vom Spawn aus nutzen, vom Spawn wegfliegen. Ich möchte nur anmerken, Leute, dass zu Spawn-Trappen hier nicht erlaubt ist. Wenn ich dabei erwische, der wird auf jeden Fall von mir gesteinigt und getötet. Okay. Don Barbano, wie ist der schon wieder hier draufgekommen, Alter? Hast du ihn gewitelistet? Ja. Alter, Digga, ich hab extra gesagt, so, ja, mal gucken, ob er seinen Weg noch irgendwie reinfindet, aber er hat es wieder geschafft, Junge. Ich habe einfach nur useless, beziehungsweise ich hab nicht drauf geachtet, einfach nur Kopie und einfügen. Und dann Don Balbano ist aber so oft auch im Chat schon gefordert, Alter. Der wird immer, Digga, der muss dabei sein, wirklich, der muss dabei sein. So, da bin ich mal gespannt, Leute, bin ich mal gespannt, was ihr hier aus der Craft Attack Map machen werdet. Craft Attack 6, so wie ich das sehe, werden die Elytren am Anfang auch funktionieren. Also ihr könnt wahrscheinlich mit den Elytren losfliegen. Ich kann es nicht versprechen, vielleicht fallt ihr auch alle runter und sterbt direkt, das kann natürlich auch sein. Aber ja, wir sehen auf jeden Fall schon einige Spieler mit 34 Toten, 38 Toten, 26 Toten. Das ist stark, das ist sehr stark, Alter. Wir sind voll. Wir sind voll? Jo. Gut, dann eröffne ich das diesjährige wahrscheinlich, oder? Das heutige Stream-Event mit einem großen Knall, meine Freunde. Ihr dürft jetzt umherfliegen, Alter. Auf geht's. Ich würde sagen, 3, 2, 1 und raus. Fliegt, meine Kinder, fliegt. Ja, das scheint zu funktionieren. Die können fliegen. Sieht gut aus, ja. Okay, sehr schön.
Gut. Dann die meisten fallen einfach. Ja, die meisten haben noch nie Elytra, glaube ich, geflogen. Die meisten fallen einfach runter, Alter. Hier werden auf jeden Fall schon die ersten Kisten gelootet, sehe ich hier gerade. Hier wird einfach alles rausgezogen. Der Typ schlägt hier gerade Schweine. Also denkt dran, Leute, es gibt Bases, wie zum Beispiel die von Gamers Time, Leute. Da sage ich euch eins. Klar kommen die nicht an sein Enderkisten-Inventar ran, aber da ist trotzdem eine Menge Diamanten und sowas drin, Leute. Das kann man sich auf jeden Fall mal reingönnen. Oh, und er hier hat, oh mein Gott, er hat hier direkt einen Jackpot gezogen. Er hat eine Full Enchanted Dia-Rüstung gefunden hier in dem Haus. Die sind gerade komplett das Haus von Kevin am durchraiden, Alter. Das ist halt auch geil, weil auf einer Preset-Map natürlich einiges drin ist. Er hat den Helm vergessen. Krass, Tyler hat die auf jeden Fall schon mit einer Full-Diamond-Chest auf jeden Fall am Start hier. Also sie haben sich auf jeden Fall schon ins richtige Haus verzogen hier. Greenpeace hat sich hier mit seinen AirPods und seiner Gucci-Kette einfach in Minecraft gesetzt und fährt jetzt hier weg an der Stelle. Mach's gut, mein Gutester. Schade, dass es gerade so laggt, aber das gibt sich, wie gesagt, mit der Zeit, Leute. Hier ist gerade jemand bei mir in der Kiste und schaut gerade rein. Hat sich hier Baumaterial genommen wahrscheinlich. Ja, hat er. Bei mir wird gerade auch schon ordentlich hier durchgelootet. Er nimmt sich hier gerade auch Sachen aus meinem alten Kisten raus, Leute. Es ist crazy, wenn man sich mal vorstellt, dass ich das hier alles gebaut habe per Hand und halt auch alles gefarmt habe per Hand. Das ist eigentlich schon lustig, dass ihr jetzt quasi die Möglichkeit habt, damit zu spielen. Und das bei 100 Leuten. Finde ich persönlich schon echt stark. Das haben wir hier drin. Von hier mal ist es rein. Ach ja, dann wisst ihr was. Guck mal hier. Dann mache ich mir davon mal eine Kopie, Leute. Dann packe ich meine komplette Rüstung, die ich mal hatte, packe ich jetzt einfach mal hier in diese Kiste. Dann schauen wir mal, wenn sich dieses OP-Equipment hier ziehen wird, Leute. Damit seid ihr auf jeden Fall komplett broken OP. Generell diese Kiste hier. Ich sag nichts, Leute. Ich sag nichts. Das müsst ihr selber für euch herausfinden, Mann. Oh mein Gott. Ich sag einfach nichts. Ich sag einfach nichts, Leute. Auch das Ding hier ist broken OP. Hier explodieren gerade Dinge. Okay, alles klar. Nice. Ja, Mann. Gönnt euch auf jeden Fall rein. Holt euch hier verschiedensten Loot und alles, ne? Fashion Detach Girl hier gerade mit einem Brot Kühe am Schlagen an einer Holzschaufel. Ist sehr intelligent. Kann ich fühlen. Hier unten haben wir ja noch die automatische Potion Brewing Machine, meine Freunde. Auch hier kann man sich sicherlich ganz lecker ausstatten. Hier sind leider noch keine Rüstungen drin von Gamers Time. Der hat hier noch keinerlei OP-Rüstungen in diese ganzen Dinger reingemacht. Der wollte ja alles voller OP-Rüstung haben. Hat er leider nicht mehr geschafft zum Ende hin. Pass auf, warte mal, Hohatz. Bleib mal ganz kurz hier. Bleib mal ganz kurz hier, Hohatz. Schau mal hier. Weil du so weit gelaufen bist, mein Gutester. Schau mal. Gönn dir rein. Mein altes Equipment, Bruder. Ehre. Bitteschön. Paar OP-Leute haben wir jetzt. Ich habe, glaube ich, genug ins Spielgeschehen eingegriffen, meine Freunde. Mehr will ich jetzt auch hier gar nicht machen, Alter. Ich würde sagen, wir lassen es mal ganz kurz laufen. So, guck mal, was du hier zeigen möchtest. Oh nein, erst in diesem Erotik-Raum hier unten, Alter. In diesem komischen Dungeon hier mit Trimax-Bildern. Ganz weirde Nummer, Alter. Hab ich das gebaut? Oder wer war das? Ist das nicht dieser Nachtclub, den ich gebaut habe hier unten? Ah ja, der wurde schon gegrieft. Perfekt, danke für nichts. Ey, ich bin gespannt, was ihr aus der Map macht, Mann. Gönnt euch auf jeden Fall rein. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Und jetzt gehen wir mal rüber zu Craft Attack. Von Craft Attack 6 zu Craft Attack 7. Und wir sehen uns spätestens nach dem Stream hier nochmal auf der Map wieder oder morgen dann. Und gucken, was nach 24 Stunden hier so passiert ist. Bis dann. So, es sind jetzt ungefähr 2 Stunden vergangen. Ich guck mal ganz kurz hier rein. Bis dato auf jeden Fall nicht allzu viel, wie ich sehen kann. Hier wurde auf jeden Fall nichts gegrieft bis dato. Das ist crazy. Außer den Feldern, die hier ein bisschen auseinandergenommen worden sind, scheint das hier doch relativ friedlich alles abzugehen. Mein Haus hat, abgesehen von ein paar eingeschlagenen Fenstern und dem kaputten Aufzug, auch noch nicht krass gelitten. Die Brücke der Freundschaft steht einfach noch. Hier ist nur überall Netherrack drauf gemacht worden. Dann haben wir hier Sergeant Maxer steht hier. Hier haben sich Leute auf jeden Fall mit ihren Namen verewigt. Aber bis dato, also hier hat jemand eine Insel errichtet, finde ich sehr stark. Schauen wir mal die Spawn-Insel, ob da irgendwie was getan worden ist. Ich glaube, die wurde gar nicht berührt, oder? Die Spawn-Insel hat, ist die, doch, hier hat sich jemand hochgebaut. Ah, die ist noch protected, die Spawn-Insel. Das ist es wahrscheinlich, die ist nämlich noch protected, deshalb die ehemalige Spawn-Insel. Okay, dann haben wir hier wieder Revi stehen. Hier Gamers Times Burg auf jeden Fall ein bisschen mitgenommen. Hier ist einfach jemand eingesperrt gewesen? What the fuck? Essen könnt ihr euch doch mit Algen holen. Ihr könnt doch hier die Algenblöcke abfarmen und die dann brennen und Dried Kelp machen. What the fuck? Hier ist doch genug. Hier waren überriesige Felder, Tiere und alles, Alter. Wenn ihr jetzt vor Hunger seid, seid ihr wirklich dumm. Tut mir leid. Hier waren ja überall Schafe und alles. Wenn ihr jetzt vor Hunger seid, seid ihr wirklich todesdumm. Ich würde sagen, wir schauen morgen nochmal rein, wie es hier aussieht. Und warten mal ein bisschen ab. Hier oben hat sich auf jeden Fall jemand eine richtig geile Base gebaut, die auf jeden Fall gar nicht so schlecht aussieht. Nice. Der hat auf jeden Fall noch Essen und alles. Der hat hier einen Aufgang. Der Protector ist sogar mit einer Piste, sehe ich gerade hier. Ja, nice. Okay. Okay, hier baut sich jemand auf jeden Fall was auf. Ja, all in all, Alter. Interessant, Leute. Interessant. Falls ihr jetzt noch Bock habt, mitzuspielen beim nächsten Mal, gerne Ausrufezeichen Prime. Und was Sergeant Max hier macht, ist für mich schleierhaft. Aber da wird es sicherlich irgendwie einen Plan dahinter haben. Interesting. Ich dachte, es wäre deutlich mehr gegrieft worden. Das Ding hier könnte auch eine neue Base sein, ich weiß es nicht genau. 239 Todatorium an der Stelle, das ist sehr stark. Ich würde sagen, so sieht es hier heute aus. Wir schauen morgen nochmal rein.
Schauen wir mal ganz kurz nach, Leute. 24 Stunden sind vorbei und wir gucken mal ganz kurz, was hat sich auf dem Crafted-Server getan. Und ich sehe schon hier, also das hier ist auf jeden Fall neu. Was das hier sein soll, weiß ich beim besten Willen nicht. Hier oben ist eine komplette Burg entstanden von kreativer Name, der hier so ein Kunstprojekt scheinbar macht. Mizzet Max, okay. Das scheint so eine Art Expressionismus zu sein. Kann ich jetzt den Creator-Code Revinzeit und hier steht Meowi, okay. Haben wir hier ein ejakulierendes Glied, auch sehr schön. Nehmen wir direkt mit als Screenshot. Dann ist hier das hier gebaut worden. Ich weiß jetzt nicht, also sehr viele Pimmel hier tatsächlich, Leute. Okay, dann ist hier, alles klar, hier hat jemand ein Haus aus Lapis gebaut, wie ich gerade sehe. Ja, meine ganze Base ist gegrieft worden, das ist natürlich super. Das ist ganz toll. Meine komplette Base wurde einfach zerstört, Leute. Mega geil. Dann haben wir hier super viele Random-Blöcke. Hier oben hat sich auch jemand ausgebaut. Dann hat hier jemand noch eine komplette Burg gebaut, wie ich gerade sehe. Der Boy, der Typ hat 1459 Tote. Warum? Alles klar. Early Boy ist auch komplett auseinandergegrieft worden, Leute. Das Haus hier auch. Sinus Haus steht noch größtenteils. Also, hier hat sich keiner dran getraut. Besser ist es. Wäre auch nicht zu respektieren gewesen, wenn man sowas kaputt macht. Da gehen wir mal ganz in den Untergrund hier. Okay, hier ist ja dieses Aquarium von Gamers Time. Das kennen wir ja bereits. Was haben wir noch, Leute? So, das ist ja das Aquarium. Das hat Kevin ja gebaut. Das kenne ich ja bereits schon. Das ist ja nichts Besonderes. Hier der Strip Club, den kennt man ja auch bereits schon. Ja, also an sich habt ihr, also jetzt in 24 Stunden habt ihr die Map kaputt gemacht und überall Pimmel hingebaut. Das ist jetzt irgendwie nicht das, was ich jetzt erwartet hatte. Gargerus hat mich gebaut. Ja, nee, ist auch klasse, ist auch super. Also, das kommt alles aufs Thumbnail drauf, ist mega. Ist wirklich toll, ist toll. Oh, Bobby hat sich tatsächlich was Geiles aufgebaut hier unten. Als einzig kreatives Team haben sie hier Base von KidCraft und Bobby hat. Okay, die haben sich hier auf jeden Fall was aufgebaut. Team Oettinger Allstars, Alter, die zwei. So seht ihr auch aus, Junge, ihr asozialen Digga. Ihr kleinen asozialen Fäscher, Junge. Bitte Gras setzen, machen wir mal ein gutes da. Also, die haben sich hier auf jeden Fall hier unten komplett hochgegrindet. Das kann ich appreciaten. Dafür gibt es einmal ein Set OP-Rüstungen für euch. Machen wir doch direkt zwei Sets draus, Leute. Mit OP-Equipment hier für euch an dieser Stelle. Gönnt euch rein, es sind genau zwei Sets und ich gebe euch hier nochmal ein Stack Grasblöcke und dann könnt ihr das selber machen. Sehr schön. Habt ihr gut gemacht, Jungs. Schönes Ding, Alter. Hier ein kleines Häuschen. Perfekt. Hätte ich nicht gedacht. Hozash hat sich hier auch ein Haus gebaut, sehe ich gerade. Weil es auch direkt an die Wasserfahrschule angeschlossen ist. Auch actually ganz cool. Hier wohnt so ein HD, alles klar. Hozash, hast du das wirklich gebaut oder ist das ein Haus aus Craft Attack, Leute? Klärt mich mal ganz kurz auf. Ich weiß es nämlich nicht, Alter. Ich habe den Keller verschönert, okay? Elementar Gaming. Schauen wir mal ganz kurz da. Den Keller hat er verschönigt. Gebaut von Elementar ein bisschen kleiner und ohne Redstone. Achso, hier wieder riesiger, ist gebaut worden. Okay, ist gebaut worden, passt. Geile Base hier, Alter, mit maximal geilem Stripclub wieder. Sehr schön, Alter. Also, basically ist einfach alles kaputt gemacht worden, überall sind Pimmel hingesetzt worden. Sehe ich das richtig, oder? Richtig. Ein Supporter, was hast du denn gemacht? Du hast hier einen kompletten Berg von innen ausgehöhlt und scheint sich hier heimisch zu fühlen. Das ist sehr schön. Das bewundere ich. Du hast es geschafft, hier etwas Anständiges zu bauen. Ein Supporters Bude. Du hast tatsächlich was draus gemacht. Der hat ja auch hier ein Enderdach im Kopf. Ich weiß nicht genau, wo er ihn her hat, aber ja, er hat ihn einfach mal. Ich glaube, da war jemand im End an der Stelle. Mega schön. Mega, mega geil. Sehr, sehr schön, Alter. Guck, die Insel des Friedens. Das klingt doch. Guck mal ganz kurz nochmal. Hozash, Alter. Was ist. Hozash. Ach, der See des Friedens. Hier ist der See des Friedens. Sehr schön, Hozash. Das ist perfekt. Revi, guck mal meine Base. Synix. Schauen wir mal. Synix, by the way. Ist auch wieder nur ein Pimmel. Ja, Leute, ich glaube, ja, Synix, ich war gerade bei dir. Es ist einfach nur ein Schwanz. Versteht mich nicht falsch, aber ich bin enttäuscht. Also, eigentlich sind hier wirklich nur Sachen. Okay, Samsam hat eine fliegende Insel gebaut. Das ist extrem epic, Alter. Das ist ganz geil. Das ist cool, Mann. Der hat sich hier eine komplette Insel gebaut und die rausgegrindet. Das ist schon mal stark. Und der wird hier sicher, oder sie wird hier noch, I don't know. Wird hier auf jeden Fall noch was Geiles machen, Alter. Ich bin nicht beeindruckt, Leute, sondern einfach nur, wie soll ich sagen, abgeneigt von eurem Verhalten. Sparkspace wird nicht gereeft worden sein. Was ist das hier? Das hat wahrscheinlich auch jemand hier gerade in Craftflag gebaut, oder? Weiß es nicht, Alter. Alles im allen mega, also tolle Leistung, Chat. Das habt ihr wirklich, das habt ihr echt super gemacht, ey. Es ist einfach cool. Ich bin enttäuscht. Ich bin wirklich enttäuscht. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt einfach die Whitelist aus für 24 Stunden und dann gucke ich mal, was mit dem Server hier passiert, ne? Also, ist das eine gute Idee? Ich frage das mal lieber schnell im Teamspeak nach, Leute. Das ist bestimmt eine beschissene Idee, oder? Jo. Jo, was geht? Kurze Frage. Ja? Wenn ich jetzt einfach mal die Whitelist beim Server ausmache, ist das schlimm? Oh Gott. du kannst es versuchen, also er wird auf jeden Fall voll. Okay, also ich mache jetzt die Whitelist aus, Leute. Wenn der Server jetzt crasht oder einfach ausgeht, dann seid ihr selber schuld. Also, Whitelist off. So. Oh. Streamevent.revinzer.tv. Jetzt könnt ihr gerne alle hier drauf kommen. Und ja, dann könnt ihr hier machen, was ihr wollt. Ne? Also viel Spaß an der Stelle.
Gut, Leute, der Spawn ist nach wie vor immer noch protected, das ist ganz geil. Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wir schauen mal die Tage rein, wie es aussieht, wenn der Server keine Raid ist, dass 100 Spieler einfach machen können, was sie wollen. Ich bin gespannt, lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da. Das war's von diesem wunderschönen Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüsschen.